Ich weiß nicht wie, nicht wieso, aber Fußball, das macht jeden froh. Was würde sein, wenn Gott ein Fußballgott wäre und jeder Mensch ihn stets verehre? Ich meine nicht rund und aus Leder, sowas nennt man bald, das weiß doch jeder. Ich meine ein Gott, der Fußball liebt und keine Täuschung einfach so vergibt. Die Gemeinde würde ihn anbeten und seine Priester die runden Bälle treten. Man würde jubeln, schreien, oh Tor! Und von den Feinden hört man nur, oh nein, selbst die Männer singen Lieder und tun das sogar immer wieder. Man ist jedes Wochenende live dabei und hält sich dafür immer alles frei. Selbst Geld wird man voll Freude spenden, könnte man so den Abstiegskampf beenden. Man würde also viel auf sich nehmen, doch würde Gott dir fast gar nichts geben. Ein bisschen Spaß und Freude wirst du kriegen, aber den Tod kannst du so nie besiegen. Es ist schon komisch, dass Gott so viel gibt und der Mensch nur seinen Fußball liebt. Vielleicht solltest du es mal wagen, wie ein Fußballfan nach Gott zu fragen. Mal ein Gott, der Fußball liebt und keine Täuschung einfach so vergibt. Die Gemeinde würde ihn anbeten und seine Priester die runden Bälle treten. Man würde jubeln, schreien, oh Tor! Und von den Feinden hört man nur, oh nein! Selbst die Männer singen Lieder und tun das sogar immer wieder. Man ist jedes Wochenende live dabei und hält sich dafür immer alles frei. Selbst Geld wird man voll Freude spenden, könnte man so den Abstiegskampf beenden. Man würde also viel auf sich nehmen, doch würde Gott dir fast gar nichts geben. Ein bisschen Spaß und Freude wirst du kriegen, aber den Tod kannst du so nie besiegen. Es ist schon komisch, dass Gott so viel gibt und der Mensch nur seinen Fußball liebt. Vielleicht solltest du es mal wagen, wie ein Fußballfan nach Gott zu fragen. Vielleicht solltest du es mal wagen, wie ein Fußballfan nach Gott zu fragen. Hallo, ich bin Jens der Christ. Und wenn dir das Spiel, das Lied gefallen hat, dann solltest du Jesus for Me abonnieren. Das Video teilen und liken und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Ich wünsche dir Gottes Segen.